Nach einer Fehlerbehandlung kann man auch sofort wieder seinen normalen Verrichtungen nachgehen. Wenn ich einen Menschen mit einer Nadel gestochen habe, sind die wesentlichen Risiken, dass es zu einer Schwellung und einem Bluterguss kommt. Es gibt einige Bereiche, da sieht man die Schwellung relativ schnell. Dazu zählt zum Beispiel die Lippe. Ein anderes Areal ist hier die Marionettenfalte. Hier ist es häufig so, dass wenn es nach dem Einstich mal zu einem Bluterguss kommt, diese Blutergüsse erst sehr spät auftreten. Nicht selten ist es so, dass wir Patienten morgens behandelt haben und dass am nächsten Morgen an der Einstichstelle sich ein kleiner Bluterguss zeigt. Das sind Dinge, die man einplanen kann und die wir im Beratungsgespräch auch erörtern, um eben letztlich dem Patienten zu sagen, am nächsten Morgen musst du 5 Minuten vielleicht mehr einplanen und ein kleiner Tupfer von einem Make-up würde ausreichen, um den Bluterguss dort abzudecken. Aber man kann ganz normal seinen Verrichtungen nachgehen. Wir empfehlen bei allen Schwellungen leicht erhöht zu schlafen, wenn es dann doch mal zu einer Schwellung kommt. Sollte es zu einer sehr starken Schwellung kommen oder zu einem deutlichen, kräftigeren Bluterguss, dann sind wir in der Lage, mit sogenannten Farbstofflasern den Bluterguss zu bekämpfen und für die Schwellung haben wir hier Medikamente im Vorbehalt. Und hier ist noch einmal zu sagen, dass auch wenn es hier zu starken Schwellungen kommen sollte, was extrem selten ist, haben Sie den Vorteil bei einer Behandlung bei uns, dass Sie in einer Uniklinik behandelt werden. Das heißt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist ein Kollege oder eine Kollegin hier für Sie zur Verfügung und kann Ihnen dann, wenn es zu einer Nebenwirkung gekommen ist, auch helfen.